So. Das ist jetzt erst einmal unser Stockpile für alles. Also unser Mädchen für alles. Der nimmt jetzt alles auf, außer Holz und Nahrung. Also außer diese beiden Sachen hier. So, für die haben wir dann gleich extra Stockpiles, sobald hier unten alles freigelegt wurde. Aber man sieht schon, dass der Karren fertig ausgeräumt wird. Und das nächste, was wir machen, ist eine sogenannte Zone deklarieren. Zonen sind mit I zu deklarieren. Setzen wir hier mal in dem Bereich hier neben dem Stockpile bis hier oben hin eine Zone. Und zwar ist das die Meeting Area. M. Mit M machen wir daraus eine Meeting Area. Weil sonst sammeln sich unsere Zwerge, wenn sie nichts zu tun haben, oben beim Karren. Genauso wie eben unsere Tiere das machen. Jetzt sieht man schon, die Tiere sind größtenteils abgehauen. Der letzte Hund jetzt auch gerade eben. Und geht alles hier in die Meeting Area. Das Problem ist jetzt, nicht nur die Hunde sind in der Meeting Area, unsere 8, sondern auch unsere Pferde müssten da gleich kommen. Und das ist schlecht, weil Pferde brauchen eigentlich Gras, sonst sterben sie. Also brauchen wir noch eine Zone. Die können ruhig etwas kleiner sein. Und die wird dann ein Pen Pasture, also eine Art Stall. So. Die haben wir jetzt als Stall gesetzt. Und ich glaube, mit Groß N können wir dort genau Tiere reintun. Und zwar wollen wir den Stray, das streunende Pferd hier und das andere streunende Pferd hier in den Pasture packen. So, das läuft dann auch gleich von selber dahin. Und das andere auch. Jetzt können die beiden da in Ruhe grasen. Für den Anfang sollten wir ja noch sicher sein, weil noch niemand spitz gekriegt hat, dass wir überhaupt hier sind. Okay, unser erster Raum wurde leer gemacht. Sehr gut. Jetzt wollen wir eine Schicht nach oben und unten kommen. Das ist das nächste. Dafür brauchen wir Stairs. Und zwar in dem Fall, weil wir nach oben und nach unten wollen, Up and Down Stairs. Also mit I. Wählen wir die Stairs aus. So, springen mal in die Mitte. So, ist das die... Das ist die Mitte von dem Zimmer, genau. Das hier ist die Mitte. Und sagen wir, wollen hier Up and Down Stairs. Und auf der anderen Seite wollen wir genauso Up and Down Stairs. Stimmt das soweit? Mitte. Mitte, ja. Gut. Jetzt werden hier Up and Down Stairs eingebaut. Lassen wir sie mal weiterarbeiten. Aber bevor wir das machen, noch zwei andere Sachen. Hier drinnen einen Foodstockpile, einen neuen, etwas größeren anlegen. Hier so. Und hier drüber einen Woodstockpile. Ne, halt, bevor wir den Woodstockpile anlegen, gibt es jetzt erstmal Workshops. Also, wie heißen sie auf Deutsch? Handwerkstische. Dort werden Sachen hergestellt. Das erste, was wir brauchen auf jeden Fall, ist ein Carpenters Workshop mit C. Und den müssen wir irgendwo setzen. Dabei ist zu beachten, die hellgrünen Pfeile sind begehbares Gebiet, die X sind begehbar, die dunkelgrünen sind es nicht. Also wir müssen immer aufpassen, wie wir unseren Workshop aufstellen, sonst kann es sein, dass er nicht begehbar ist. Wenn wir also hier alles zubauen würden. Deswegen stellen wir ihn einfach mal etwas weg von allen Wänden auf. Und müssen jetzt noch auswählen, aus was wir bauen wollen. Und da wir genügend Stein haben, nehmen wir Stein. Das war der Carpenter. Das nächste, was wir wollen, ist eine Kitchen. Also eine Küche mit Z. Die stellen wir daneben auf. Auch aus Gabbro. Und eine
Still, also eine Distille. Die bauen wir auch daneben, auch aus Gabbro. So, jetzt können wir über P einen neuen Woodstock-Pile anlegen. Der erstmal von hier nach hier geht. Das ist auch ein neuer Behelfs-Woodstock-Pile. So, und können hier oben die Stockpiles abreißen. Und zwar mit X können wir Remove Stockpile auswählen und können die beiden hier abreißen, genau. Es müsste alles hier unten in die Stockpiles verlagert werden. Und man sieht schon, hier wurden die ersten Treppen gebaut. Wir sehen schon, was eine Ebene drunter ist. Erstmal graben wir uns aber nach oben, würde ich sagen. Deswegen brauchen wir unter Designations eine neue Up and Down Stair. Gehen hier mit dem X auf den Punkt. Gehen eins höher. Und sagen, wir wollen hier eine Up and Down Stair. Und hier genau so eine Up and Down Stair. Das war jetzt zu viel. Remove Designation ist X. Machen wir die weg und geben einen neuen Dick-Befehl. Und zwar wollen wir von hier nach hier buddeln. Das ist nämlich dann genau eine Ebene über unserer aktuellen. Genau. So hat jeder was zu tun. Hier oben sieht man übrigens die untätigen Leute und davon haben wir im Augenblick null. Jetzt ist Sommer. Okay, wir haben den Frühling schon mal hinter uns. Und haben noch nicht besonders viel geschafft. Was machen meine Miner? Die sollten hier eigentlich jetzt dann anfangen zu minern. Aber ich glaube, sie sind einfach damit beschäftigt, gerade Holz zu tragen. Ja, die suchen sich immer die Aufgabe, die am nächsten ist. Jetzt trinkt er was. Jetzt geht er auch wieder. Okay, ich glaube, Nahrung ist den Zwergen einfach wichtiger als irgendwas auszuheben. Deswegen lassen wir sie einfach mal arbeiten. Das kann ja ein bisschen dauern, jetzt bis bald Essen und alles reingebracht wird. Und auch bis die beiden Workshops hier gebaut wurden. Warum bist du... ups, falsche Taste. Warum stehst du da nur so rum? Ah, du machst Pause. Ja, das kann auch mal vorkommen. Der steht jetzt einfach hier in der Meetingzone rum und macht Pause. Und jetzt schläft er. Ja, wir brauchen dringend den Carpenters Workshop, denke ich mal. Oder ist der schon gebaut? Die Still ist schon gebaut. Die Kitchen... Still ist schon gebaut. Die Küche noch nicht. Aber der Carpenter ist schon gebaut. Gut, der Carpenter ist schon gebaut. Also können wir dem auch mal mit Q natürlich, mit Q, einen Task geben. Und zwar soll er mir... Genau, Betten machen. Und das müssen wir das Ganze ein bisschen wiederholen. Machen wir mal 10 Betten. 10 ist das Maximum an Aufträgen, die wir ihm geben können. So. Weil wir sollten ein paar Betten hier in die Meeting Area stellen, dass die Zwerge auch was haben, wo sie drauf richtig schlafen können.
dass sie nicht zu oft schlafen, weil wenn sie nur in der Gegend rumstehen und schlafen, so wie hier, einfach auf dem harten Steinboden liegen, ruhen sie sich halt nicht so gut aus. Und sind deswegen auch öfter mal in der Pause. Gut, geben wir gleich noch einen Workshop in Auftrag. Nämlich W-Workshop, den... Wo ist er? Jetzt finde ich ihn gar nicht. Ah, da, der Craftsworths Workshop R. Geben wir hier in Auftrag, auch wieder aus Gabbro. So, damit wir unsere ersten Stonecrafts herstellen, damit wir so schnell wie möglich mit unseren Zwergen-Cousins handeln können, die im Winter anrollen wollen. Können wir mal kurz gucken. Es ist... ...16. Hämatit. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, welcher... Können wir das unter Erg nachgucken? Nein. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich nochmal nachgucken kann, welches Jahr wir haben. Escape? Nö. Also die Distille haben wir schon mal gebaut. Unser Steinverarbeiter baut jetzt seinen Workshop auf. Gut. Der Carpenter schafft. Dem geben wir gleich noch ein paar neue Aufträge. Und zwar brauchen wir Wooden Boxes. Die sind auch hier irgendwo. Wooden Bin ist N. Eine Wooden Bin ist nicht viel. Und wir stellen auch gleich mal das Bett auf mit B. Also übers Building wird auch ein Bett aufgestellt. Während ich immer noch darauf warte, dass meine Miner oben mal anfangen, das nächste Stockwerk auszuheben. Aber Bettbau ist wichtiger. Ah, ich habe es angesprochen und sie legen los. Sehr schön. Gut, der Craftsworths Workshop ist auch fertig, also kriegt der eine neue Aufgabe, und zwar soll er Wok Crafts herstellen und den soll er wiederholen, den Auftrag. Steine haben wir ja genug. Und fürs Erste brauchen wir auch keine Steine mehr. Wenn wir Steine brauchen, holen wir sie uns aus der Erde, aus den Gesteinsgebieten. Über uns und unter uns. So. Draußen liegt noch jede Menge Zeug rum, weil die Leute nicht hinterherkommen. Was wir aber noch machen sollten, ist den Karren hier oben abreißen. Das muss dann auch unser Carpenter machen. Also man sieht schon, wir sind mit 7 Zwergen ein bisschen unterbesetzt. Können aber noch weitere Betten jetzt 2 Stück aufstellen. So, ein Bett und noch ein Bett. So. Als nächstes wechsle ich mal kurz in die Küche. Ah, wie ging das nochmal? Announcements, View Civilizations, nein, das sind nur unsere Zwerge. Jobless Squad, Burrows Hauling, Set Building da, Status, genau, hier, in die Küche, na, das war jetzt zu weit, Küche. Hier sehen wir jetzt erst einmal Fragezeichen. Das heißt, wir wissen nicht,
wie viel wir davon noch wirklich haben. Wir wissen, wir sind mit 40 Kuhfleisch und nur 30, ungefähr 30 K-Fisch hier das vorgekommen. Aber wie viel wir jetzt wirklich noch haben, wissen wir nicht. Weil wir verbraucht haben und das niemand festgehalten hat.